und Kollegen, liebe Freunde, mein Name ist Uwe Schmelter. Auch von mir nochmal herzlich willkommen. Das ist definitiv die größte Show, die wir bisher haben. 21 Filme, und zwar vom ersten Film 1949 praktisch bis heute. Also der jüngste Film ist 2010. Ein breites Spektrum hat es in der Tat in der Welt noch nicht gegeben. Und ich möchte es bei unserem Glück ausdrücklich beglückwünschen. Dieses Land möchte, dass es von außen gesehen wird. Und natürlich auch von seinen eigenen Bürgern. So, da können Sie alle 21 Filme sich anschauen und werden das immer wieder entdecken. Sie werden sagen, Déjà-vu-Effekte werden Sie jede Menge haben, die Art zu erzählen, die Art Bilder zu machen. Ist noch ganz 50er Jahre, spielt auch bei uns. Heimatfilme würden wir sie nennen. Natürlich dort mit einer ideologischen Potion Magique verpackt. Ich finde einen spannendsten Film, auch 2010, The Country I Saw. Ist der eigentlich in Japan bekannt? Müssen Sie sich angucken. Warum? Es ist der erste Film, den ich kenne, in dem dort also nordkoreanische Filmregisseure versuchen, auch im Film mal eine Art Öffnung überhaupt zustande kommen zu lassen. Der Film beginnt in Japan. Wussten Sie gar nicht, dass man vorher in Japan Filme drehen kann? Also er beginnt in Japan. Ein Japaner einer traditionsreichen Familie sucht seine Wurzeln.